Die Antwort ist pretty einfach, weil ich Wissenschaftler bin und schaue mir die Literatur an. Es gibt ein Buch von einem russischen Wissenschaftler, Bioabsorption of Heavy Metals, wo alle diese Stoffe miteinander verglichen wurden. Und Chlorella ist das Top-Mittel, um Schwermetalle zu binden, insbesondere Quecksilber. Und warum soll ich ein toll wirkendes Mittel verdünnen mit weniger stark wirkenden Mitteln? Deshalb verwende ich Chlorella. Es sei denn, manche Patienten kriegen initial Verstopfung davon. Es gibt eigentlich keine ernsten Nebenwirkungen, aber wenn ein Patient Probleme hat, dann schalten wir um auf eine der anderen Entgiftungsmittel. Du hast ja jetzt vor allem Quecksilber genannt. Gibt es da Grenzen von Chlorella, was unterschiedliche Metalle angeht oder Umweltgifte? Eigentlich nicht. Die einzige Grenze ist, dass Chlorella ist vorwiegend ein Bindemittel. Das heißt, es extrahiert vom Blut die Stoffe, die zirkulieren. Aber es geht dringend nicht in die Zellen ein, um hier Dinge zu mobilisieren. Und es überquert auch nicht die Blut-Hirn-Schranke, um Dinge aus dem Gehirn zu mobilisieren. Das heißt, da sind dann andere Schritte notwendig. Mhm.